Ja, genau, das ist richtig. Wir gehen wieder wie gegen im letzten Heimspiel halt früh in Rückstand. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir halt dann, können wir das gut wegstecken und haben uns gedacht, weiterspielen und dann kriegen wir auch unsere Chancen. Ihr habt ja auch zwei sehr gute Chancen gehabt, aber die Torhüterin hatte heute wohl einen ganz guten Tag erwischt. Ja, genau, wir haben dann auch wirklich ja, das Tor dann und auch noch weitere gute Chancen, die Torhüterin dann gut hält. Und ja, manchmal ist es dann so, müssen wir die Chancen konsequenter machen einfach. Was man auch sieht, nach den zwei Gewinnspielen der letzten Woche hat Duisburg wirklich auch viel mehr Vertrauen genommen und kann sich auch immer wieder in ein Spiel einkämpfen. Ja klar, ich glaube, kämpferisch müssen wir immer alles auf den Platz bringen. Und ja, die zwei Siege, die tun natürlich gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir weiter punkten. Ja. Nächste Woche kommt dann Hoffenheim. Die stehen auf dem Moment auf dem zweiten Platz. Das wird wahrscheinlich ein ganz schweres Spiel. Aber an der anderen Seite, nichts soll, alles darf. Ja genau, also wir haben da nichts zu verlieren. Schauen wir uns so lange wie möglich die Null zu halten. Und wenn sich was ergibt, dann nehmen wir gern was mit.